Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Far Cry The New Dawn. Mit dabei, mit dabei ist der gute Crazy Weasel. Ja, sorry Leute, müsst ihr mich schon wiedersehen. Tut mir leid. So, ich springe jetzt hier gerade vor dir rum. Ihr seht gerade die Gameaufnahme vom guten Crazy. Yes. Und, ja, was machen wir denn jetzt so? Können wir uns eigentlich küssen? Wie sind zwei Frauen? Weiß ich nicht, geht das? Nee. Sieht aber echt sexy aus. Ah, danke, du auch. Geiler Arsch. So, ja. Was machen wir jetzt hier? Du bist der Far Cry-Spieler. Ach so. Missionen. Ja. Ich würde sagen, auf der Karte steht hier irgendwas mit Bienen. Sonst was anderes haben wir noch nicht freigeschaltet. Nebenquests haben wir auch noch. Doch, Nebenquests haben wir. Aber wir retten erstmal den Bienen. Da haben wir wenigstens schon mal einen Charakter bei uns. In der Truppe drin. Wenn es überleben soll. Ich kann hier was lesen. Okay. Wie kommt man hier eigentlich raus? Weiß ich nicht. Durch die Tür da vielleicht? Ah, verlassen. Alles klar. Ey. Ah. Hey, jetzt habe ich wieder eine Waffe. Kommst du mit drauf? Ich komme mit drauf. Yes, baby! Nee? Oh, ich kann schießen sogar. Geil. You try, bro. Und wo müssen wir eigentlich hin? Ich weiß nicht. Überfahren! Was machst du? Hast du Steuerung anzeigen? Die steht ja. Ich kann auch schießen. Oh. Ein! Sind wir noch richtig? Ich seh's nicht, warte mal, Karte. Schön Munition Karte. Verballern hier, läuft! Oh, sind's nette? Zack, erstmal weg teleportiert, Alter, du bist auch da. Was? Ich sitze immer noch drauf? Nein, die zwei Leute da. Achso. Ich hab vergessen, eine Markierung auf der Karte zu machen. Oh. Ich auch nicht, also die Nuts sind hier noch nicht, was? Ich sitze hier einfach nur hinten drauf. Oh, da ist ein Schild. Wilder Hund. So, wir müssen wieder Karte gucken. So, wir sind gleich da. Ja, ja, ich habe jetzt mal eine Markierung gesetzt. Links bitte. Oder geradeaus durch, genau. 105. Den Rest loft man hier. Mal gucken. Alter, ich bin faul, muss ich jetzt loven? Ey, du bist eine geile aussehende Frau. Ja, na und? Man kann trotzdem faul sein. Damit zu tun. Ja, die Grafik sieht schon geil aus, immer noch. Was? Die Grafik? Ja. Wo hast du denn die Markierung gesetzt? Die Markierung ist da hinten bei dem Haus da. Da. Sind da welche? Achso, ich warte mal, ich hab doch hier. Guck mal, Leute, was ich schon habe. Was denn du? Schummler. Was, Gammler? Schummler. Hab ich gefunden. Das ist der Vorteil, Leute, wenn man überall reingeht. Dicke Bienen hier. Okay, also anscheinend müssen wir zu dem nach vorne. Achso, dachte, müssen wir retten. Ach. Hier ist gar nichts ansonsten, oder? Schon wieder weiter knapp. Nee, hier ist nichts. Okay. Ja? Sehr toll. Wir reden. Na, dann reden wir. Gott sei Dank, das ist echt nett. Ich bin Bean, der Schöpfer von Wikibinia, der Laden deines Vertrauens für Karten und Infos. Wikibinia, alles, was du wissen musst. Das Problem ist, Wikibinia ist in Gefahr. Alle wichtigen Daten sind weg. Alle Karten, Infos, einfach alles. Und jetzt fehlt auch noch mein Businessplan. Aber ich weiß, wer mich in die Pfanne gehauen hat. Richard, mein Angestellter. Der Kerl ist spielsüchtig und lässt sich regelmäßig von diesen Highwaymen abziehen. Er hat den... Oh, hallo? Das ist unhöflich. Ich brauche jemanden, der schnell rennen kann. Meine Knie sind kaputt. Oh, ich habe das Gespräch gerade abgebrochen. Hallo? Also, wie ich sagte, er hat ihn bestimmt irgendwo versteckt, damit sie ihm den nicht und sofort abnehmen. Wir sind nicht besonders nett oder respektvoll. Wir sind nicht weit weg von dem Ort, wo er immer zockt.
Wenn du ihn erschreckst, rennt er mit Sicherheit schnurstracks zu seinem Versteck. Und du weißt ja, meine Knie und meine Lunge und die Augen. Alter, der Typ ist jünger als wir und der ist jetzt schon mehr. Bitte hol meinen Businessplan zurück. Das sieht so aus. Wenn du mir jetzt den Rücken wäschst, wasche ich dir später dein. Großes Wikibinia-Ehrenwort. Er will mir meinen Rücken waschen. Okay. Bitte, soll ich den Rücken waschen? Der wollte mir den Rücken waschen. Achso. Kann ich die Waffe wegstecken eigentlich? Geht das irgendwie? Nö. So. Oh. Oh, dahin. Oh, das ist ja geil. Huch. Also echt, das ist nicht lustig. Doch, finde ich schon. Brauchen wir eigentlich hier schnell durch Haus, um zu gucken, was wir hier brauchen? Da hinten müssen wir irgendwo hin, 295 Meter, ja. Ja, hab ich gerade markiert. Ja. Ups, nix, ups, nix. Ja, hier ist Leverwand. Doch, hier. Ja, guck mal, wenn eigentlich Frage, wenn hier ist hier glänzt was, ne? Na, jetzt nicht mehr, ich hab's gerade aufgehoben. Nee, hier. Was? Ja gut, dann siehst du es nicht. Ist hier, nee, da war ein Klebeband für mich gerade. Ja. Hier, ja? Hier lag gerade Klebeband. Da lag gerade Klebeband, ja. Okay, also ist es nicht so, dass nur jeder ein Lot bekommt, okay. Okay, also ist das für uns alle der jeweils. Also für alle, genau, alle zusammen. Alle. Alle Klebeband jetzt nach Hause. Alle! Warte mal, bist du hier schon die Omi gewesen? Achso! Wie komme ich jetzt hier runter? Weil du warst das doch bestimmt auf dem Motorrad gerade. Guck mal, hier oben ist nämlich nochmal Klebeband. Und hier gibt's. Klebeband. Und einen Zettel. Alle Klebeband. Blasterbrief, okay. Klebeband. Klebeband. Schön aus. Okay. Schön aus. Na, das war's wohl. Ballert irgendwas rum, ey. Hier drauf. Kann ich hier? Auf zum Atem! Fahrzeug fahren. Ja, alles klar, dann fahren wir mal. Oh. Wie lenke ich denn hier? Einfach nur mit WASD? Ja, okay. Gut. Wäre mal geil, wenn man KLÜ hätte oder so. Mann, Alter, ich dachte vielleicht mit der Cam oder so. Oh, hier steht der Quad. Ach. Quatsch! So, check schon mal ab. Oha. Uiuiui. Ich hab mich fast gesehen. Wahrscheinlich, wenn ich schieße, dann schrecken wir so hier alle um. Ja, ja. Das ist jetzt die Frage. Siehst du eigentlich auch die Markierung dann jetzt, wenn ich die markiert habe? Ja, sehe ich. Ach, du schießt schon? Ich habe aber einen erwischt. Ich habe einen Sägeblattwerfer. Ach scheiße, jetzt haben sie mich gesehen, glaube ich. Okay, da rechts ist irgendwo noch einer. Der springt gerade hoch. Hab ich. War's das? Warnung, du entfernst dich zu weit vom Missionsziel. Steht das bei dir auch? Der Typ ist weggerannt. Ja, der Typ ist weggerannt? Ja. Wo sind der hin? Das siehst du auf der Karte. Mission fehlschlagen. Du hast Wirtschaft verloren. Läuft, Leute, läuft! Gleich die erste Mission, gleich fail. Wunderbar. Nur auf Deutsch nennt man sowas Profis, oder? Ey, du stehst genau gleich vor meiner Knarre. Das stand zu gut. Okay, also. Sind wir schon wieder hier? Sind wir schon wieder hier, ja. Aber mal andere Seite. X, okay. Da oben steht jemand. Warte mal, mal gucken, ob ich den lautlos ausschalten kann. So, und dann nach oben. Okay, warte mal, Richard läuft, glaube ich. Oh, fuck, Alter, der hat mich voll getroffen. Okay, ich laufe dem Richard mal schnell hinterher, wa? Der läuft nämlich gerade weg hier. Müssen wir den töten eigentlich? Weiß ich nicht.
Schön, dass man die Missionsziele sich anguckt. Keine Ahnung. Aber nachher. Ah, der wird doch mal nicht. Silo, wir können wahrscheinlich nachher wieder klettern, habe ich schon gesehen, weil nachher beim Silo. Ist wieder Geheimversteck und so weiter. Ah, ne, warte mal, irgendwas vom Versteck hat er gesagt, ne? Okay, ne, ich lauf dem gerade. Bist du noch dran an mir irgendwie, oder? Ja. Okay. Auf deinen kleinen sexy Arsch. Oh, hey. Du bist so verschwitzt, ja. Wieso dampft das Baller? Ich weiß nicht, ob ich den erschießen kann, Alter. Ich lass das mal. Ich entschuldige mich. Lass mich in Ruhe. Versteck, okay. Ich schätze, das hat mich verdient. Ich kann alles erklären. Kann ich mit dir reden? Kann ich. Okay, ja, ich habe meine Klamotten beim Kartenspielen verloren. Ha, ha, ha. Ich habe ein Problem, okay? Ich wusste ja nicht, dass es so schlimm wird. Ich war einer von Beans Speern und ich dachte, wo die Highwaymen doch so viel herumkommen, wären sie eine gute Informationsquelle. Ist geil, der dreht sich immer in meine Richtung, wa? Darum. Und auf einmal hatte ich Beans ganzen Krempel verloren. Das Einzige, was ich denen noch anbieten konnte, waren meine Klamotten und Beans Businessplan. Der Plan ist in meinem Geheimversteck, in einem kleinen Bunker hinter dem Hügel da. Ich schwöre, ich zocke nie wieder. Okay. Na klar, klar. Nie wieder. Oh Gott! Bitte hilf mir! Ah, ja. Okay, lauf. Guck, wie schnell der schwimmt. Ne, die sind nicht. Warum kommt denn jetzt hier gerade so eine. Ist das bei dir auch so eine absolut epische Mucke gerade? Ein bisschen. Hast du auch einen Grund? Wo müssen wir denn hin? Weiß ich nicht. Da müssen wir theoretisch hin. Ah, da sind irgendwie. Warte mal. Ich hab mal einen Wegpunkt gesetzt, so in 70 Metern da irgendwo. Da sind hier Leute oder wie? Vorsicht, da vorne den Gegner. Oh, hier kann man was looten. Oh fuck, wie sehen die mich hier gerade? Aber ich sehe die nicht, das finde ich ein bisschen dumm. Wie gesagt, Vorsicht, da vorne den Gegner. Hey Cap, die Highwaymen zu bekämpfen ist kein Kinderspiel. Wenn du dich einer Übermacht gegenüber siehst, kannst du bessere Waffen mit Ressourcen herstellen. Du findest sie in Hope County. Und vergiss nicht, die Leute Prosperity helfen dir so gut sie können. Aber die für fette Knarren da, Mann. Deswegen kundschafte ich eigentlich erstmal aus. So bist du fast auf mich dazu kommen. Ich bin relativ stark angeschlagen gerade gewesen. Alter, bist du wie verkackt. Alter, was sind denn das hier? Na, du machst das, wa? Ich hab, glaube ich, einmal irgendwas getroffen. Deshalb ist. Scharfschützengewehr-Anfänger. Deshalb bist du derjenige, welcher, der hier die Aufnahme macht. So. So, ich könnte eine Schrotflinte nehmen, aber dann habe ich wieder nichts. Ah, die müsste ich eintauschen, ne? Ja, die muss ich eintauschen. Ja. Das haben sie wohl ein bisschen doof hier gemacht. Du hast noch weniger Auswahl an Waffen. Schade, dass ich halt. Also, Schrotflinte ist sicherlich nicht schlecht. Ja, aber für den Nahkampf. Ja. Aber du hast ja den Fernkampfwaffe, deswegen ich nehme mal die Schrotflinte. Ich habe meinen Sägeblattwerfer jetzt dafür leider opfern müssen. Da, die wollte schaukeln. Schaukeln da dran. So, hier ist uns nix, wa? Nee. Müssen wir rein? Hier runter. Vorsicht, hier brennt's. Wenn wir die lesen will, einfach Pause drücken und dann wieder nichts. Hey. Warum brennt denn das hier drin, ne? Warte mal, ich ruf denjenigen an. Oh, was ist das hier? Ein Safe. Lass mich mal ran hier. Hallo? Okay. Oh Gott, so klingt meine Stimme. Over. Moment, nicht over. Ich wollte
wollte sagen, dass ich umziehen musste. Aber ich schätze, ich bin jetzt näher an dem Ort, an dem du vermutlich bist. Geh nach, Goldhalt, was heißt denn? Vorteil benötigt. Du findest mich schon, ganz bestimmt. Schade. Zu pullern? Das ist doof. Das ist ja keine schlechte Idee. Ja, doch nicht. Okay. Wow, ich brenne! Aua, 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 ich brenne! Wow. Ja, hier brennt's halt, ne? Aber wie bescheuert ist das denn? Ich will jetzt ein Erste-Hilfe-Ding und... Das Tolle ist, das sammelt ja alles selber ein. Das finde ich schon mal toll. Man muss nicht immer alles selber looten. Na, zumindest was so Munition und so weiter alles angeht. Ach, wer ist das denn? Kommst du her? Ey, ich kann auch auf dich zählen. Ich bin froh, dass du ab 3 Highwaymen einen Hund jagen sehen. Der kleine Kleffer hat 3 von denen fies gebissen, bevor sie ihn einfangen konnten. Er wird da drüben in der Schlachterei landen. Ich denke, dieser Hund verdient einen Hinrichtungsaufschub. Rette ihn. Okay, okay. Jetzt fängt mit der Mission an. Komm, leider. Gut, dass du auf unserer Seite bist. Alter, ich brenne. Scheiße, geht doch mal ein bisschen hoch hier. Hast du gerade so geschrien? Ja, habe ich. Ey, hier ist eine Kiste. Oh, da unten ist der Hund. Da unten. Was? Da hinten müsste der Hund sein, oder? Karte. Da wird auf der Karte geil. Da unten. Pechsträhne, Story-Mission. Der wird an der Karte gar nicht angezeigt. Also ich markiere mal hier so das große Hauptgebilde, ne? Das ist jetzt unser... Weiß nicht, das ist das Einzige, was auf der Karte... Achso, nee. Alter, was schreit denn hier so? Und hier wird geschossen. Hier wird nichts angezeigt hier. Warte mal, da hinten ist... was ist mit der Minimap oben? Die Minimap zeigt da lang. Ja. Was ist eine Minimap? Naja, oben das aus Skyrim, das Radar, das der Kompass, wie auch immer. Aber wo ist der Hund? Ich weiß nicht, wo der Hund ist. Der Hund ist weg. Was ist das hier eigentlich für eine Waffe? Oh, ist ein Sturmgewehr. Das ist eigentlich noch geiler. Oder? Wo haben wir eigentlich geparkt? Achso, wir sind ja den komischen Idioten hinterhergelaufen. Ja, ja. Wir sind weit gelaufen. So, wo laufen wir jetzt hin? Wir laufen jetzt da hinten hin. Was anderes haben wir ja noch nicht. Okay. Dann hoffen wir mal, dass das mit dem Hund ist. Wir wollen ja den Zuschauern auch ein bisschen Action zeigen. Sonst wäre ich hier wahrscheinlich noch nicht mal gelandet. Ich wäre den ganzen Busch hier hinten erstmal lang gelaufen, um hier alles erstmal zu looten. Ja, also wir nehmen hier schon noch ein bisschen nebenbei mit, weil hier hinten kann ich nämlich eine Pflanze pflücken. Aber wir versuchen natürlich schon so ein bisschen auf der Hauptstory zu bleiben. Soweit das möglich ist. Also, wie gesagt, das ist mein erstes Faktor. Ist hier eine Schlange, Alter? Das hört sich so an, ne? Da ist ein iPod. Unterstützen sich diese gegenseitig mit Vorratslieferungen. Wenn du ein Flugzeug siehst, gehört das wahrscheinlich ihnen. Es ist ein Wettlauf darum, wer die Lieferung zuerst für sich beansprucht. Und auch ein Kampf. Was hat die gesagt? Irgendwas mit dem Hubschrauber deiner Platz. Oh, irgendwas sieht mich. Da. Oh nein! Gut. Hilfe! Okay, so mit dir müssen wir jetzt wahrscheinlich irgendwie... Aber ich kann mit dem noch nicht... Doch, jetzt kann ich reden mit dem. Ich würde ja klatschen vor Freude, aber Papa hat immer gesagt, dass man... So. Das wird schon alles... Wo bist denn du schon wieder hin? Oh Mann! Ein ganz großer Schisser hier. Ja komm, steh auf. Also übrigens eine Schlange. Infos und ich kriege
wieder neue Karten und, naja, du wirst schon sehen. Mit diesem Businessplan wird Wikibinia international. So wie Papa meinte, wie es früher war. Alle werden uns helfen und spenden. Das wird super. Wir sehen uns bald in Prosperity, hast du auf die Zeit geachtet? Ja, ich kann's kaum erwarten. Dann mach's gut. Bis bald. Ja, ist gut. Bis bald. Bis bald. Oh, Schlange. Ja, ja. Tote Schlange. Ich bin da ran an die Schlange. Ich habe die nicht getötet. Oh, Spezialist in Prosperity. Okay, aber wir haben den jetzt zu uns geholt. Alles klar. Oh, oh, oh. Oh, Alter. Du bist doch kacke. Meine Fresse. Ist jetzt einfach abhauen? Na guck mal, die haben uns hier ein Gefährt überlassen. Das ist doch schön. So, wo müssen wir? Guck mal, da hinten in 30 Metern ist hier. Hier blinkt was bei mir. Ach, da hinten ist der Hund. Ah. Hier blinkt was. Guck mal, oh, guck mal, hier ist irgendwas. Kann ich plündern? Hast du das schon? Nein! Hab ich nicht. Also hast du das schon? Nein! Wo? Wo muss ich hin? Die Kiste hier? Ja. Kann ich nichts lösen. Wichser, Alter. Kann ich dich eigentlich töten? Geht das? Kann ich dir so in ein Bein schießen? Kriegst du Schaden? Nee. Au, au, au! Geht nicht. Ah, so, jetzt, wo ist der Hund? Ich kriege mehr so Schnee. Ah. 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 Wenn du die Karte aufmachst, siehst du Hund mit Namen Timber und Ausbruch. Immer noch. Wenn ich die Karte aufmache, sehe ich kein Hund. Nee. Bist du rauszoomen? Wo muss ich denn rauszoomen? Da steht jetzt ein Weitenwagen, da sehe ich ein Auto, da sehe ich ein dickes Bunkerloch. Ein Quad, also muss ich reinzoomen wahrscheinlich, wa? Wilder Hund, Rang, Tauschwert? Nee. Leute, der ist älter. Nix zu haben, einfach. Ich sehe da zum Glück meine Aufnahme und ich hab Huhn. Das ist nicht so schlimm. Ach komm. Nee, das macht Flecken. Ja, das stimmt. So, ich würde sagen, erstmal hier, da ist ein Haus. Gucken, was da drin ist. Alles klar. Machen wir das noch oder müssen wir schon wieder Ja, wir sind Tatsache schon in der Zeit, aber ja, komm, lass uns da nochmal nachgucken. Und dann. Okay. Hast du nicht gesagt, wir haben ein Gefährt? Ja, hier stand da vorhin noch irgendwas. Das ist weggespawnt. Tü-düm. Oh! Habt ihr gesehen, wie sie gesprungen sind? Ja, hab ich. Geil. So, hier sind's. Oh, der sieht uns gerade wieder. Oh, hier, Jukka, das ist die Jukka, ne? Ja, hier sind Blumen. Jukka. Blumen. Schön flüssig. Wir eh noch gucken, was bei uns dann irgendwann herstellen können. Ja, kein Plan. Also da scheint eine ganze Menge aber zu gehen. Aber bei diesem Teil sieht man es extrem gut. Ich weiß noch bei... Oh, what? Warum steht denn direkt vor mir hier? Der ist noch nicht tot, muss noch mal weiter schießen. Wo kommen die denn auf einmal her? Weiß ich nicht, der stand direkt vor mir gerade. Den hab ich gar nicht gesehen. Okay. Haben wir das Gewehr am Anschlag. Und hier ist was zu nehmen? Ja, hab ich gesehen. Okay. Eine Kirsche! Eine Kirche! Kirche! Friedhof. Passt natürlich jetzt gerade zu. Da gibt's irgendwie immer die übelsten Massakers mit so einem Kirchen, ne? Das FANG-Zentrum. Ich sag nur. Oh, bück dich. Bück dich, danke schön. Ich sag nur Kingsman. Eins. Zwei Scharfschützen. Genau. Den da oben könnte ich erwischen. Groß. Eventuell. Greif mal an. Ja, auf die auf dem Dach erstmal, ne? Ich nehme den linken und den rechten. Okay. Oh, der Handy geschossen. Ich nicht. Oh, schon wieder der Handy geschossen. Alter.
Alter, bin ich blöde oder behindert? Weiß ich jetzt nicht so genau. Noch einen fünften Schuss. Alter, ich hab hier das übelste Sturmgewehr und treffe. Fünften Schuss, was? Der Hammer. Irgendwo hier lag die Leiche. Ah, da. Was müssen wir hier einsammeln? Ach, ja, was? Aufnahme geht noch ein bisschen weiter. Aber warum können wir jetzt? Wo konntest du denn jetzt lesen? Unser komisches Tagebuch. Ach, vielleicht weil ich... Konntest du es aufnehmen und ich nicht? Vielleicht weil ich der Host hier bin? Das kann sein. Hat ein so, Auto. Jetzt müssen wir das Versteck finden. Da unten stand mal ein Auto gerade. Also wir sind im Suchgebiet auf jeden Fall. Jetzt müssen wir das Versteck finden. Achso, ich konnte nicht klettern, weil du hier noch warst. Okay, verstehe. Oh, ist das da hinten? Ist das ein Elch? Ja. Der hat doch mal fettes Geweih. Danke. Okay, Pistolenmunition ist voll. Oh, hier oben liegt ja auch was. Hast du hier wahrscheinlich alles, ne? Jo. Ja, die haben hier oben auf dem Dach gestanden, demzufolge. Oh, ich kann jetzt auch. Ah, Leute, Alter. Und wie... Ach, Shift ist Luft anhalten. Das ist ja geil. Ich habe jetzt auch ein Scharfschützengewehr. Hier? Yeah. Hast du hier gefunden? Bist du hier drinnen irgendwie? Wo bist du nur hinten? Ich schon links. Kann hier irgendwas lesen? Ist die Frage, ob man... Wie kommt man in die Küche rein und ob das Versteck in der Küche drin ist? Da bist du. Die Munition hat. Aber was sagt denn das Tagebuch? Kannst du das mal kurz durchgelesen? Oder kann ich das auch lesen? Ja, natürlich habe ich das nicht durchgelesen. Okay, das war hoch. Hätte ich nicht machen sollen. Jemand hat ein Vorrat unter der. Jemand hat ein Vorrat unter der alten Kirche angelegt und vermutlich keine Verwendung mehr dafür. Finde die Möglichkeit, den Bären zu rufen? Okay, wir müssen Bären rufen. Bären? Da würde ich mich aber ganz schnell nach oben bewegen, ne? Hier fährt auch ein Gas. Kann ich eigentlich auch zoomen mit dem Gewehr hier? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Okay. Aber... Ah, ich habe hier einen Tunnel. Hab hier einen Tunnel. Ja, und da? Verschlossene Karte benötigt. Okay. Also jetzt müssen wir raus. Wahrscheinlich hat der Bär die Karte. Warum hat ein Bär eine Karte? Macht jetzt nicht allzu viel Sinn, ne? Außer es ist eine Bärenkarte. Das war schlecht. Rauskarten. Okay. Gut, okay. Macht auch Sinn, weil hier ist ein Käfig. Gut. Stimmt, wir brauchen wahrscheinlich auch einen Köder. Also. Da hinten wird mir was angezeigt. Da unten, da läuft jemand. Da wird mir eine Quest angezeigt. Lass mal noch eine Pflanze einsammeln. Böse Schlange. So, der hier hat eine Quest. Bist du bei mir? Ja. Jetzt haben sich die Zwillinge. Gut, das ist der Typ, der uns in die Bunker angeschossen hat. Denn Larry Parkers altem Zuhause plötzlich zum Leben erwacht. Okay. Und wo es funktionierende Technik gibt, gibt es immer zweierlei: wertvolle Materialien und Highwayman. Sei vorsichtig, wenn du nachgucken gehst. Okay, die Suchung auf der Karte. Also wir haben jetzt irgendwas Neues. Das hat damit nichts zu tun gehabt. Okay. Müssen wir hier irgendwie den Bären anlocken? Eine neue Schatzsuche. Ja. Hier hinten ist halt, ne, also hier 40 Meter, hier zeigt, der zeigt mir hier was an, ja. Ach, das ist der von Far Cry 5, der Bär. Oder? Hieß der Auffang? Aber doch. Oh, der Center war doch nicht hier. Center war doch... Oh, die Karte ist ja wirklich kleiner.
Warte mal, haben wir nicht schon Fleischstücke? Inventar. Na gut, ich würde sagen, wir gucken hier nochmal kurz, was wir machen müssen, sobald wir es rausgefunden haben. Warte mal, ich hab einen Köder. Du hast einen Köder? Pass auf, Leute. Ich hab einen Köder. Wie schmeiß ich überhaupt? Nein. Weiter knapp. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich den Köder schmeiße, dann, jetzt habe ich was geworfen, glaube ich. Wieso stehst du? Du sagst da oben. Habe ich jetzt den Köder geworfen? Sehe ich nicht. Ah ne, T ist Steinwerfen, stimmt. Okay, ich beende jetzt die Folge ganz kurz. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal für das Zusehen und werde einen schönen Teaser jetzt zum Schluss überlassen. Ja, in der nächsten Folge werden wir dann sofort damit beginnen, nachdem der gute Crazy es hingekriegt hat, den Köder zu werfen. Ich versuch's, Leute. bis dahin, hau da rein. Genau, liebe Leute. Ist dein Finger schon oben? Nee, ist dein Daumen schon oben. Mann, Alter, ich hab's mir extra hier aufgeschrieben. Ist dein Daumen schon oben? Kann man uns auch gleich loben. Bis dann. Tschüss.